Moin, Mario hier, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Mörzer, zum Mercedes 300 SL, den Flügeltürer. Jawohl, die Lieferung 4 ist eingetrudelt mit den Bauphasen Ausgaben 17 bis 23. Hier haben wir ja das jetzige Ergebnis und vielen Dank nochmal für die Mitteilung, dass ich hier am Getriebe dieses Bauteil falschrum eingebaut hatte. So konnte ich das dann korrigieren. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, hätte ich es schöner gefunden, wenn das andersrum ausgesehen hätte. Gut, in Bauphase 17 werden wir den Hauptrahmen komplettieren. Und das habe ich hier quasi schon gemacht. Und zwar ist hier dieses Teil dazu gekommen, das zeige ich natürlich gleich auch noch mal in einer anderen Kameraperspektive. Dann ist hier eine Strebe reingekommen und dann hier vorne ist dann auch noch eine zusätzliche Halterung reingekommen. Es ist hier noch mehr angebaut worden, dazu aber im Detail gleich mehr. Wir haben ja auch manchmal so dieselben Bauschritte, nur spiegelbildlich. Ne, wenn wir von links nach rechts schauen oder von rechts nach links, ich hätte fast Backbord und Steuerbord gesagt, aber auch diese Ausdrücke werden bald wieder Thema werden hier bei mir auf meinem Kanal. Gut, wie gesagt, Bauphase 17 bis 23, ein bisschen habe ich schon was fertig gemacht. Zum Beispiel wird es noch wieder ein weiteres Rad geben. Das heißt, ich hatte schon ein Käffchen, sprich, wo das Rad dann mit warmem Wasser oder mit heißem Wasser, Achtung, nicht mit kochendem Wasser, mit 80 Grad heißem Wasser, ja, formbar gemacht wird und dann kann man die Felge da nämlich schön einbauen. Gut, das dazu. Ich würde sagen, ihr kommt auf meinen Basteltisch. Ich zeige euch nochmal ein paar Rahmenteile für den großen Rahmen. Ne? Ist auch was Besonderes, dass wir mal ein Modell haben, was dann in dieser Form so aussieht, ne? Gab es schon mal, aber ja, hier extrem viel Rahmen. Das ist so, wie das ist. Ne? Ich würde sagen, ihr kommt rauf auf meinen Basteltisch. Ich zeige euch nochmal die Bauteile der Bauphase 17. Und dann gehen wir in chronologischer Reihenfolge weiter. Und werden dann natürlich auch ein paar Bauphasen verbasteln. Hier sind natürlich auch noch ein paar in Folie eingepackt. Dazu gleich mehr. Legen wir los und ihr kommt derweil auf meinen Basteltisch. So, hier nochmal von nahem. Ja, hier dieser Rahmen wurde hier eingebaut mit noch zusätzlichen Bauteilen. Dann, wie gesagt, diese schräge Strebe und dann eben über Kopf auf der anderen Seite, dann diese Seite. Apropos über Kopf, ich habe das dann so gemacht, zeige das nochmal. Ich habe dann hier den Rahmen über dem Tisch rüber gucken lassen, dass wir nicht auf den Motor ablegen. Und dann kann man hier schön in Ruhe basteln. Und wenn man dann fertig ist, dann natürlich wieder in die richtige Richtung packen. Jetzt haben wir Bauphase 18. Und da kommen dann folgende Teile, und zwar Aufhängungsteile. Hier auch noch beweglich. Hatte ich gesagt, hier ist vorne. Ne, hier ist vorne. Beweglich. Und das werden wir dann uns auf der rechten Seite nachher gleich auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Jetzt gucken wir zur Bauphase 19. Da bekommen wir dann die rechte Seite. Und die Teile holen wir dann jetzt gleich einmal raus aus der Verpackung. Damit wir dann auch auf jeden Fall in chronologischer Reihenfolge bleiben. Ja, manchmal will das nicht so einfach raus aus der Tüte. Und dann können wir uns das schon mal anschauen. Federteller mit Querlenker unten rechts. Das ist dieses Bauteil. Jetzt wollte die Feder schon verschwinden. Dann Querlenker oben rechts.
Wir haben anschließend den Achsschenkel, auch rechts, natürlich rechts, weil das, die linken haben wir alle schon einmal verbaut. So, neben dem Achsschenkel rechts natürlich bekommen wir dann einen Dämpferkolben. Es geht weiter mit Lagerbuchse, das sind zwei Stück. Dann haben wir Lagerkörper unten rechts und Lagerkörper oben rechts. Dann natürlich die Feder und dann einen Haufen Schrauben. Was dürfen wir tun? Wir fangen an mit diesen Bauteilen und mit einer KM-Schraube. Wo wir dann natürlich wieder Schneidöl nutzen. Ich habe das Gefühl, dass der Schraubenträger viel zu spitz ist. Wie gesagt, ein bisschen Schneidöl, das ist hier auf jeden Fall notwendig. Und dann wird von dieser Seite die Schraube reingeschraubt. Die Buchse kommt hier zwischen. Und dann hinein mit die Schraube. So, irgendwie scheine ich die Position verloren zu haben. Na, jetzt ein Akkuschrauber. Ich krieg das jetzt hier nicht rein. Ich habe die Position verloren. Normalerweise müsste das jetzt eigentlich, wenn das richtig sitzt, wie von alleine durchrutschen. Die Schraube geht jetzt auf jeden Fall rein, wie das aussieht. Und dann auf die andere Seite ankommt, dann fest zu werden. So. So sieht das dann aus mit der Lagerbuchse. Dann haben wir als nächstes, und da muss man nämlich ein bisschen aufpassen, haben wir hier die nächste Lagerbuchse. Und ich habe das hier, hier kann man das, glaube ich, sehen. Hier ist die. Und die zeigt jetzt nach unten. Also wir müssen dann genau aufpassen, wie rum das Ganze kommt. In dem Falle hier die Lagerbuchse hier rein. Und auch mit einer KM-Schraube dann die Schraube da festziehen oder reindrehen. So, das hatte ich jetzt in dem anderen Fall auch, dass ich jetzt hier schon Gewinde reinschneiden muss. Dann müssen wir wohl von der anderen Seite. Von einer Seite können wir nämlich gleich ein bisschen die Schraube reinstecken. Und von der Seite muss die Schraube auf jeden Fall rein. Und dann durch die Buchse durch, um auf der anderen Seite ankommend. Das dann reinzuschrauben. So, jetzt sitzt das hier nicht richtig gerade. Jetzt, das muss natürlich in das Loch mit rein. Wir müssen nachher gleich beim Zusammenbauen aufpassen, wie rum das dann reinkommt. Jetzt letztendlich von welcher Seite die Schraube ist, ist... Ich hätte jetzt gesagt, einfach shit it all. So. Aber das, was dann anschließend reinkommt, das ist dann wichtig. So, jetzt haben wir hier, brauchen wir CM-Schrauben. Ah, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. GM-Schrauben, weil CM-Schrauben sind gar nicht dabei. GM-Schrauben. Und diese Buchse hier. Wir legen das Ganze so rum hier hin. Die Buchse kommt jetzt hier rein. Ja, nicht die Buchse, der Lagerkörper unten rechts. Und dann wird von jeder Seite eine GM-Schraube reingeschraubt. Dafür muss das natürlich richtig sitzen. Jetzt habe ich es. Man hat die erste Schraube
gefasst. Sie trägt sie mit Fassung. Die zweite, da müssen wir hier noch ein bisschen korrigieren. Und dann hinein. Das Ganze sollte dann so rum aussehen. So sieht das dann auch in der Bauanleitung aus. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zum nächsten, wo wir jetzt aufpassen müssen. Da ich das ja hier gesehen habe, dass das hinhaut, können wir das sozusagen so mit übernehmen. Nur dass das dann für die andere Seite gedacht ist. Und da kommt jetzt der Lagerkörper oben rechts rein. Und zwar wie folgt. Der kommt so hier rein. Ne, dass das jetzt, wenn wir das Ganze so haben, dass das hier nach unten knickt. Und auch hier kommen GM-Schrauben rein. Ich hoffe, das war jetzt alles so richtig. Ich meine, so jetzt, wenn die Aufhängung fertig eingebaut ist, macht das Ganze ja Sinn. So, hier wird es ein bisschen, ihr seht schon, ein bisschen knapp. Und mal ein bisschen biegen. Vielleicht diese langen Schrauben mit den Finger reinstecken. So, hier sehen wir schon, sind wir auch noch nicht auf Position. Noch mal ein bisschen hinrücken. Hier habe ich auf jeden Fall noch nicht die Position gefunden, dass wir die Schraube reingedreht bekommen. So, jetzt. Das könnt ihr auch alles ruhig festziehen. So, jetzt haben wir das Ganze so, den Lagerkörper, und jetzt wird von dieser Seite hier der Dämpferkolben eingesetzt. So, einfach nur reingesteckt, und jetzt geht das los mit ganz großen Schritten, und dann werden wir hier das Ganze jetzt aufsetzen. Hier haben wir ja die Aufnahme, so, das kommt denn hier rauf, und dafür brauchen wir dann MM-Schrauben. Die anderen übrig gebliebenen Schrauben erstmal beiseite. Dann haben wir hier jetzt eine MM-Schraube, und damit werden wir das dann jetzt hier anschrauben. Also vielleicht mal ein bisschen so halten, dass ihr das dann auch sehen könnt. Rein mit der Schraube, und jetzt zeigt er auch so nach unten wie auf der anderen Seite auch. So, wir werden dann die andere Seite nehmen, dann kommt hier die Feder rauf gelegt, und das Ganze dann von unten hier so raufgesetzt, so, und von unten mit MM-Schrauben verschraubt. So, erstmal eine Schraube vorbereiten hier, und dann geht das los. Stellen uns das mal so hochkant, dann müssen wir hier auf diese Schraube rauf, auf die beiden da, so, und dann können wir erstmal, vielleicht kann ich das so noch besser zeigen, so, einmal hier rauf und einmal hier. Der Dämpfer ist natürlich noch nicht richtig auf Position, aber wir können ja erstmal hier quasi anschrauben. So, ich habe mir das dann so auf die Seite gestellt, so unterm Arm geklemmt quasi,
Ja, also mit vollem Körpereinsatz. Dann die zweite Schraube rein. Ja, die erste hat Kontakt, wollte ich gerade sagen. Die zweite. Und nun müssen wir das Ganze zusammendrücken. Das machen wir gleich, aber erst holen wir eine LM-Schraube raus. Eine Hütchenschraube. So, auch die versehen wir mit ein bisschen Schneidöl. Und jetzt müssen wir das Ganze hier zusammendrücken. Die Feder zusammendrücken. Dass das Ganze hier ankommt. Und dann können wir hier mit der LM-Schraube das Ganze befestigen. Dann können wir sehen, hier der Federmechanismus funktioniert. So. Also da ein bisschen, ne? Eine Scheibe Brot sollte man vorher gegessen haben, ne? Oder wie sagt man? Dann haben wir jetzt hier die Radaufhängung. Und die kommt dann wie folgt ran, dass diese Nupsi hier nach unten zeigt. Das heißt, ne? Hier aufklappen, reinsetzen, reinsetzen und das Ganze dann mit LM-Schrauben versehen. Einmal von oben und einmal von unten. So. Eine haben wir eingebaut, die nächste folgt sogleich. Wieder auf die Seite stellen, dann kommt man hier nämlich schön ran. Reingedreht die Schraube. Wie gesagt, kann ruhig fest, weil das Ganze bewegt sich trotzdem. So, das hätten wir dann und das wäre dann die Bauphase 19. Und wir kommen dann zur Bauphase 20. Und da ging es geht es um die Spurstange, Stabilisatorstange. So. Messer nicht in den Finger schneiden. Alles nochmal extra verpackt, damit nichts kaputt gehen kann. Ne, da haben wir hier die Spurstange und die Stabilisatorstange sowie LM und HP Schrauben. Was dürfen wir tun? Wir müssen jetzt hier das Ganze auf den Kopf legen. Jetzt aber vorsichtig machen wegen dem Motor. Legt die Hand ruhig da unter. Und dann brauchen wir jetzt ja hier an diese Radaufhängung. Da kommen dann die Spurstange ran. Jetzt muss ich einmal umdenken, einmal gucken. Die zeigt nach hinten, dass das Ganze dann hier einmal darauf gesteckt wird und einmal hierauf gesteckt wird. So und so. Und mit LM-Schrauben verschraubt wird. So, wir sehen, das funktioniert. Und diese Lasche hier, vielleicht kann man das sehen, diese Lasche hier kommt dahin, wo hier diese Aussparung ist. Weil hier muss nachher das Lenkgestänge durch, damit wir hier das Ganze nachher bewegen können. Wir sehen schon, ne, das bewegt sich ganz gut. So, nochmal wieder vorsichtig hinlegen. Erstmal eine LM-Schraube organisieren. Und die natürlich in Schneidöl tauchen und dann, wie gesagt, das mal ganz so ruhig anheben, die Hand da unterlegen, damit man eben nicht die, ja, die Kraft in die Teile leitet, sondern eben in die Hand, damit wir nichts kaputt machen können.
Das wäre so fatal, wenn jetzt was kaputt gehen würde. Wie mache ich das auf der anderen Seite jetzt? Umgreifen und dann hier auch die Schraube rein. Dann testen wir gleich nochmal den Bewegungsapparat. Und siehe da, funktioniert. Gut, weiter im Text. Wir drehen das Ganze dann um. Dann kommt diese Stange jetzt hier rein. Und zwar wie folgt. Wir haben hier unten diese kleinen Nupsis. Hier unten. Auf der anderen Seite auch. Und dann, das wird jetzt einfach nur da rein. Warte mal, hier sind, ach, hier kommen gleich die Schrauben rein durch diese Löcher. Also erstmal hier in die Nupsis reingesteckt. Wie weit, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Dann HP-Schrauben rausgeholt. Für die Schrauben brauchen wir kein Schneidöl, weil die ja in Plastik geschraubt werden. Da hätte ich doch fast beinahe reingegriffen. So, ihr dreht das dann wieder auf die Seite und am Arm klemmen und dann hier festhalten. Die andere Seite ist schon gerade schon wieder rausgegangen. Und dann müssen wir hier unter das Ganze dann reinschrauben. So, die nächste Schraube nehmen. Nicht das Ganze umschmeißen. So, die Stange sitzt an Ort und Stelle und dann eben auch hier reinschrauben. Nochmal sehen wollt, von unten da und da wird das reingeschraubt und dann da und da reingesteckt. Ich weiß jetzt nicht wie weit, aber weiter geht's jetzt nicht. Gut, okay. Das war es, glaube ich, jetzt auch mit Bauphase 20. Wir haben dann Bauphase 21, das rechte Vorderrad. Quasi, wir brauchen hier die rechte Seite. Das rechte Vorderrad, das ist, glaube ich, das, was wir jetzt erst zusammenbauen müssen. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier was steht. Hier stand eben FL drauf. Front Right. Also vorne rechts. Das Rad haben wir dann zusammengebaut. Wir bekommen von diesen Unterlegscheiben 2, sprich für das linke Rad auch. So, und jetzt wird das hier. Einen Moment. Also erstmal wird das Rad zusammengebaut. Und die Bremstrommel angeschraubt. Ne, das hatte ich schon gemacht. Das haben wir ja auch in einer vorangegangenen Ausgabe schon mal erledigt. So, und jetzt wird dann, wie gesagt, hier das eine Bauteil der Bremse hier raufgesteckt. Wir haben hier eine Nut drin. Ja, es geht also nur an eine bestimmte Position, weil sich das soll sich nicht mitbewegen. Und dann können wir das Rad nämlich raufpacken. So, ich weiß nicht, ob das jetzt so bleibt. Dann brauchen wir die dazugehörige Schraube, und zwar eine MM-Schraube. Die kommt dann natürlich mit Schneidöl versehen, und dann die Unterlegscheibe da drauf und dann rein damit und angeschraubt. So, vielleicht einen dickeren Schraubenträger benutzt und das Ganze angeschraubt und das bewegt sich trotzdem. Na? Kippelt das eigentlich noch ein bisschen? Können wir noch mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr angeschraubt kriegen. Oh, das war schon ziemlich fest. Gut, dann kommt quasi die schöne Mercedes-Radkappe noch drauf. Die wird nur raufgesteckt.
Und das Ganze sieht dann so aus. So, wir werden das Ganze für die linke Seite auch machen. Das werde ich gleich, ne, das hatten wir ja schon mal erledigt. Und wie gesagt, die Unterlegscheibe, die hatten wir ja jetzt bei dem rechten Vorderrad mit dabei. Und jetzt bauen wir das linke Vorderrad an. Und dann sehen wir uns gleich zur Bauphase 22 wieder. Ich wollte schon anfangen mit der 22, aber hier beide Räder dran, es lenkt, die Räder drehen sich und das eine ein bisschen doller wie das andere. Einmal frei! Ha! So, hier habe ich noch übrig gebliebene Schrauben liegen, die werden erstmal schnell entsorgt, nicht dass die noch irgendwelchen Blödsinn verzapfen. So, jetzt haben wir hier Hinterachse links, Hinterachse rechts, das ist links. Da steht das dann auch drauf, L, und dann gehe ich hier, ist ein rechts, kommt das da so hin, einmal frei. Dann haben wir die Stoßdämpfer und die Federn für die Hinterachse sowie CM-Schrauben. Was dürfen wir tun? Wir werden in beide Achsen die Federn reinstecken. Manchmal bleibt sie da, manchmal nicht. Und nun geht das los. Jetzt werden wir die, muss ich erstmal schauen, welche wir nehmen zuerst, die rechte. Die rechte werden wir zuerst nehmen und das Ganze wird hier jetzt dazwischen gesteckt, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und wieso ist der Nupsi? Das kann ja nicht die rechte Seite sein, das kann nur die linke Seite sein. Weil der ist ja vorne, hier ist hinten. So. Dann stecken wir das hier so zusammen. So, und von unten wird dann der Stoßdämpfer reingesteckt, hier durch dieses, vielleicht kann man das sehen, viereckige Loch. Und wenn das dann oben ankommt, das müsste man ja dann irgendwo sehen, können wir das Ganze mit einer CM-Schraube verschrauben. Die müssen wir erst rausholen. Und natürlich mit richtig Schneidöl versehen. So, dann werde ich mal aufstehen, damit ich ein bisschen besser gucken kann. Ich kann das jetzt nämlich eigentlich noch gar nicht richtig sehen. Die Frage ist jetzt, reicht, ist die Schraube dann lang genug? Oder ich muss den Stoßdämpfer noch ein bisschen drehen. Da, den muss man richtig reindrehen, dass der dann in das viereckige Loch reingeht, und dann kann man die Schraube nicht mit einem dicken Schraubenträger, mit einem dünnen, kann man das schön festmachen und dann sitzt die Achse. Wir gucken uns das nochmal von der anderen Seite an. Hier, ja, also der Stoßdämpfer, um das mal zu zeigen, na, jetzt kann der sich nicht mehr drehen. Kommt dann da so rein. So, jetzt machen wir das mit der, nicht fallen lassen, mit der anderen Seite genauso. So, wenn das dann richtig sitzt, eben gerade passte das noch, ne? Jetzt kriege ich das hier nicht rein. Ich hätte nicht übel Lust, nein, das sage ich jetzt nicht, mit dem Hammer darauf zu hauen. Eben gerade ging das noch rein. Ich mache das jetzt. Nein, das machen wir nicht. Das ging nicht.
Vielleicht habe ich jetzt nicht. Ja, hier ein bisschen reindrücken. Hier so ein bisschen reindrücken. Und dann geht das. Ich hatte nicht den richtigen Winkel erwischt. So, dann Schraube aufmunitionieren. Also doch nicht mit dem Hammer. Ich habe dann mal kurz gezeigt, wie das nicht geht. Ne? Ist auch Gott sei Dank nichts passiert. So. Von unten natürlich ein bisschen gegendrücken und dann die Schraube rein. So soll das sein. Und dann haben wir jetzt hier die Hinterachsen quasi eingebaut und schauen uns dann in den Atemzug gleich mal die letzte Bauphase aus dieser Lieferung an. Und zwar bekommen wir in der Bauphase 23. Da geht es um das Heckdifferential. Und zwar das obere und das untere Teil. Einen Moment, ich muss mir das natürlich einmal anschauen. Das obere Teil hat hier diese ganzen Löcher drin und das ist das untere Teil. Dann gibt es ein Kardangelenk hinten. Das ist dieses hier. Und eine hintere Ansatz der Gelenkwelle. Das ist das hier. Und CMGMOM Schrauben. Okay, was dürfen wir tun? Wir fügen diese beiden Teile zusammen. Und zwar wird das jetzt hier so reingesteckt. Das Kardangelenk und der hintere Ansatz der Gelenkwelle. Dann nehmen wir eine CM-Schraube. Versehen die mit Schneidöl. Nochmal wieder auf dem Schraubendrücker richtig positionieren. Können wir mal ein bisschen dichter gehen. Und dann von der Seite, wo hier die Vertiefung ist. Eine Seite ist ein bisschen tiefer, damit die Schraube nachher nicht stören kann. Da schrauben wir das rein. Oder von beiden Seiten. Nee. Eine CM-Schraube soll ich nicht. Nein. Kommando zurück. Kommando zurück. Wir nehmen eine GM-Schraube. Die CM-Schraube ist viel zu klein. Ah, wie gut, dass die nicht gepasst hat. Sonst hätte ich es nie gemerkt. Weil manchmal bin ich kein Schnellmerker. Ne? Wer ist Schnellmerker von euch? Wir nehmen eine GM-Schraube. Die ist um einiges länger. So. Die kommt dann jetzt hier rein. Und dann, ja, genau. Wer ist Schnellmerker von euch? Kann sich ja mal outen. So. So ist das Ganze dann. So soll das sein. Dann nehmen wir das Heckdifferential, das untere Teil, legen das so hin und hier kommt das Bauteil dann hier verschraubt mit der CM-Schraube, die wir ja schon mal in dem Mangel hatten. Jawohl. So ist das jetzt schön fest. Ich gehe jetzt gleich davon aus, dass wir... Nein, ich habe gedacht, wir bauen das jetzt schon darüber. Nein, das machen wir nicht. Wir schnappen uns jetzt unser Auto und wir brauchen dann die andere Seite. Jetzt kommt das zum Tragen, was ich vorhin schon mal gezeigt habe. Ich lasse das Ganze jetzt über die Tischkante gucken. Und dann nehmen wir das, was wir eben gerade zusammengebaut haben, stecken das hier unter durch. Hier die T's hier rein. Würde ich mal so sagen.
wo der eine passt, der andere nicht so. Warum nicht? Was soll das? Achso, weil wir das ja noch ein bisschen bewegen können. Wir können ja beide Seiten ein bisschen bewegen. Da sind ja Federn dran, ne? So. Dass das beides da so drinne liegt, wenn ich das richtig sehe. Und dann kommt das andere Bauteil oben drüber. So, da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen fummeln, dass wir die beiden Schraubnupsis da in die Löcher reinbekommen. Und da müssen wir umdrehen und von der anderen Seite schrauben. Ist das richtig? Nein, ich bin doof. Das war falsch rum. Das nehmen wir wieder raus. Wir nehmen das jetzt hier. Stecken das hier rein. Die T-Stücken, die T-Enden so rein. Und dann kommt das hier oben rauf. Jetzt müssen wir natürlich hier da unter durch. Das macht das Ganze etwas schwieriger. So, wenn wir dann das auf Position haben, hätten wir mal die Schrauben schon vorher vorbereitet. So, ich hoffe, das bleibt jetzt so. Also die Schraubentüten erst öffnen, nicht so wie Mario. Die Schraubentüten später öffnen. Wir müssen ja wenigstens erstmal eine OM-Schraube draußen haben, dass wir das Ganze miteinander verbinden können. So, jetzt nochmal gucken, dass wir das Ganze nochmal wieder festgehalten bekommen. Ordentlich auf Position, so. Und dann werden wir hier jetzt die erste Schraube reindrehen. So, das hat geklappt. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus, aber weil ich das eben überhängen lasse, über der Tischkante, damit der Motor nichts abbekommt. So, die zweite Schraube rein. So, die hier nochmal ein bisschen nachziehen. So, so sieht das dann auch in der Anleitung aus. Apropos Anleitung, die müssen wir nochmal weiter scrollen, weil wir haben hier noch ein paar Schrauben. Wir drehen das Ganze jetzt nämlich nochmal um. Und dann sehen wir hier, dass wir das Ganze hier und hier noch weiter festschrauben dürfen. Und zwar mit den selbigen Schrauben, mit den OM-Schrauben. So, das sollte hier hoffentlich auf Position sein. Jawohl, die Schraube hat gleich gegriffen. Jetzt haben wir hier die Stange nur nicht, ne? Hier. Oh, das bewegt sich schon schön, weil die beiden Räder da dran sind. Kein Gewalt auf die Räder ausüben. Ne? Keine Gewalt an die Räder. Wo die Federung sehr stabil zu sein scheint, aber die Radaufhängung, das sind Gussteile. So, der Schraubenträger hat nicht so viel Kraft. Dann nehmen wir mal einen größeren. So, wer hat hier sein Handy so laut gelassen? Ach, das war ja ich. Sorry dafür. So, nochmal alle nachdrehen, damit das alles stabil und fest ist. Einmal frei. So, haben wir noch was? Legen Sie beim Montieren der Teile ein Stück Stoff unter den Rahmen, damit der Motor während der Arbeiten keinen Schaden nimmt. Also, ihr habt gesehen, wir gucken uns das nochmal an. Wenn ich jetzt hier ein Stück Stoff unterlege, das bringt mir gar nichts. Dann kriegen wir nämlich hier Druck drauf. Deswegen, wie ich gerade gesagt habe, lege ich das über die Tischkante hier
und dann kann am Motor nichts passieren. Ne? Loslassen könnt ihr es natürlich nicht. Das ist dann kippelig. So, nochmal wieder zurück und dann ja, können wir schon ein bisschen Schubkarre spielen. Ne? Eine teure Schubkarre, eine Mercedes-Schubkarre. Gut, wir haben jetzt quasi vorne, wir haben am Rahmen was gemacht, wir haben die Vorderradaufhängungen gemacht, wir haben das Lenkgestänge, wollte ich gerade sagen, hier angebaut, die Räder angebaut, ein Rad zusammengebaut und dann die Hinterachse montiert mit dem Differential. Hier werden dann die, hier wird noch was verbunden, das denke ich mal kommt später, kann man hier was reinstecken, hier anschrauben, das denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, dass es in der nächsten Lieferung kommt. So, und das waren dann die Bauphasen bis 23, also überlegen 17 bis 23, richtig? Wir scrollen nochmal nach ganz oben, genau. Bauphase 17 bis 23, den Hauptrahmen komplettieren, die 17, die 18, vordere linke Feder- und Dämpfermechanismus, 19, vordere rechte Feder- und Dämpfermechanismus, Bauphase 20, Spurstange und der Lenkung, Bauphase 21, rechtes Vorderrad, Bauphase 22, die Hinterachsen und Bauphase 23, das Differential. Und somit ist die Lieferung 4 mit den Bauphasen 17 bis 23 geschafft. Der Mercedes erwächst, zumindest der Rahmen. Die anderen Teile habe ich mit Absicht noch nicht rausgeholt, die sind schonend verpackt. Die Außenhautteile, die Karosserieteile. Und ja, ich würde sagen, einmal frei. Na? Das wollen wir irgendwann als Endergebnis haben. Und da fehlen ja nur noch 8 Lieferungen. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Ja, 12 Monate, ja, 8 Lieferungen. Paket 4 war das. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ich konnte ja, ein paar Fehler zeigen. War ja auf jeden Fall so. Ich hatte ja auch eine Korrektur erwähnt von der letzten Lieferung. Und ja, jetzt bleibt mir nur eigentlich zu sagen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder rein. Passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal weiter in.